Hallo und herzlich willkommen zum Tageslicht für Dienstag, den 7. März. Ja, heute haben wir auch Vollmondtag. Etwas kommt in die Fülle, auf den Höhepunkt, ballt sich nochmal in geladener Kraft, ja, in ganzer Kraft, um sich dann zu entladen. Ja, gehen wir hinein in Loslasszeit tatsächlich, ja, mit der Vollmondphase beginnt dann das Loslassen, ja, vielleicht auch über längere Zeit hinweg, ne? Da schau einfach mal, was dieser Vollmond einfach auch für dich so anstößt, ne? Vollmond in Jungfrau hat sehr, auch mit Ordnung und Sicherheit, Disziplin, Struktur, aber auch mit Selbstfürsorge, innere Selbstheilung, ja, zu tun, ne? Ja, vielleicht ist ja heute so ein Tag des Entschlusses, bestimmte Sachen auch loszulassen. Ja, das können so ganz alltägliche Sachen vielleicht sein, was weiß ich. Hört ihr gerade eben, weil jetzt auch die Fasten- und Passionszeit ist, ich hatte es angesprochen, falls ihr damit auch etwas anfangen könnt, ne, dass ihr vielleicht, was weiß ich, auf Schokolade, auf Kaffee oder sonst irgendwie verzichtet oder bewusst einfach täglich auch Spaziergänge macht zum Beispiel oder meditative Momente habt, ja, bewusst auf, ja, den Austausch mit Menschen achtet. Ja, ne, das gehört da einfach auch zur Heilung, zur eigenen Heilung mit dazu. Schauen wir, was haben wir heute konkret hier jetzt für eine Energie? Das Ass der Stäbe, ein Neubeginn. Ja, vielleicht ist heute wirklich hier so der springende Punkt, dass etwas startet. Aber wir hatten es ja gestern eben auch mit angezeigt, die drei der Stäbe, da galt es noch ein wenig Geduld zu haben. Ja, heute ist Neubeginn-Energie. Vielleicht tatsächlich eben mit einem bestimmten Potenzial, mit einem Arbeitsplatz, einer Beziehung, einer Energie, die sich jetzt hier einfach auch Bahn bricht, ne? So richtig zum Ausbruch kommt, ins Ablühen, ins Wachstum, ja. Ja, auch das kann ja einfach mit diesem Loslassen sein, ne? Es sollen ja eben Schranken, Begrenzungen losgelassen werden und ja, ne, dann Zwänge, ne? Hier ist vielleicht einfach auch wirklich die Entschlusskraft da, so, und heute geht's los, ja. Das kann auch ein bestimmtes Potenzial sein, ja, eine bestimmte Energie, ne, ein zündender Funke, wie gesagt, der so richtig einfach auch Lebendigkeit hineinbringt und dadurch einfach auch wirklich Optimismus, Erfolg, Freude, Glück, ne. Ja, vielleicht gibt es heute tatsächlich auch ein Kennenlernen, ja. Eine Begegnung, die Chance jedenfalls dafür, dass etwas gut in Lebendigkeit kommen kann, einen Neustart erfahren kann. Ja, was haben wir hier? Ja, der Bär auf dem Kopf. Mit den Zehen der Stäbe. Ja, die Zehen der Stäbe gehen zu Ende und siehe da, das Ass der Stäbe legt hier los. Ja, sehr, sehr logisch. Ne, dieser Zusammenhang und naja, ich halte es jetzt mal kurz aufrecht. Der Bär, ne, er steht eben auch für, ja, schon für eigene Stärke, Kräfte, Mut, Weisheit. Ne? Aber ein Bär kann eben durchaus auch für Trägheit stehen, ja, für den Winterschlaf. Ne? Also etwas sehr Gemächliches, Faulheit auch, ne? Etwas nicht angehen zu wollen, damit kommt es zu Ende. Das ist doch toll, ja. Ja, interessant, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, hier in dieser Bärenhöhle sozusagen oder Baumallee, Höhle, ragt hier eben auch noch ein Bärengesicht, so geisthaft aus dem Baum heraus, ja. Ja. Ja, es scheint geradezu zu sagen, Mensch, genau, schau dich um. Du weißt doch, wo du hin willst. Geh damit einfach auch los. Du weißt, dass es jetzt an der Zeit ist, sich auf den Weg zu machen. Ja, geh los. Ne?
kraftig auf. Ne? Ziehen der Stäbe heißt ja durchaus auch, ne, seine Energie bündeln, ne, alten Ballast abwerfen, hinter sich lassen, aussortieren, vielleicht auch ganz realistisch, ne, zu Hause aussortieren, irgendwelche Energien, die damit verbunden sind, mit ja, ganz praktischen Dingen, die einfach auch loslassen, ne, aber auch innere Energien, die behindern, loslassen, sich aufrichten, losgehen. Ja, das ist dran, genau. Neustartenergie, ja. Ja, ne, vielleicht auch so manches. Vielleicht unterstützt dich da auch jemand dabei. Ne? Ja, ein Berater, der Vater, eine starke männliche Energie. Ne? Vielleicht ist es auch wirklich das Loslassen von ja, einem Ex-Partner, ne, einem alten Partner. Aber ja, kommt hier das Warten vielleicht auch auf den Seelenpartner wirklich zu Ende, ja. Ja. Entweder indem du sagst, okay, Schluss, jetzt höre ich auf damit, oder ne, indem es hier eine Begegnung gibt oder gar einen Neustart, je nachdem. Ja, was haben wir hier noch als Impuls? Hier haben wir wieder diesen interessanten Fisch, das hat man letzte Woche, glaube ich, auch schon mit dabei. Well of Memories. Remember the wise witches whose lives were cruelly keyed. Their spells linger in Edinburgh as the morning dawns peace. Ja, erinnere dich der weisen Hexen oder der weisen Hexen, deren Leben grausam endeten, ne? Ihre Zaubersprüche, ja, verweilen noch in Edinburgh, wie ja, des Morgennebels Friede. Was ja, sich die Wohltat der Erinnerungen. Ne? Vielleicht gilt es auch, sich an etwas, ne, zu erinnern, was du dir auch schon lange vorgenommen hast. Ne? Das kann etwas ganz Simples sein, aber ja, auch etwas Weiterreichendes. Ne? Wir hatten es gestern so ein bisschen mystisch-kryptisch, ja, dass da etwas Weitreichendes auch so im Äther schwebt und an Botschaft, an ja, vielleicht Begabung auch, an ne, Mission, Auftrag, was wir jeweils individuell in unserem Umfeld oder auch in weiterem Umfeld haben, mit uns tragen, dass wir damit hier auch in den Start kommen, ja. Ja, vielleicht ist es etwas, ne, womit du dich auch schwer getan hast, weil, wovor du vielleicht auch Angst und Furcht hattest, ne. Ja. Aus Angst vor Konsequenzen, ja. Aber ne, die weisen Hexen, es geht um die weisen Hexen, ja, die ja, am Licht interessiert sind, ne, an der lichten Kraft, dass etwas wirklich sich gut entwickeln kann, ne, die Interesse haben am Leben, ne, das Leben gelingt. In Heilung kommt, in Stärke, in Aufblühen. Ja, falls du da irgendetwas ja, auch für dich verspürst in dem, was du tust, was du vorhast, ja, was dir anvertraut ist durch die göttliche geistige Energie, ja, geh damit einfach, ne, hab keine Angst. Ja, vielleicht fehlt noch ein wenig Mut dazu, ne? Der darf ja auch noch wachsen, ja, aber kommt es vielleicht auch mit gewisser Furcht da zu Ende, mit gewissen Bedenken, ja, nutze diese Energie, ja, du hast ja so ein gewisses Erbe einfach auch, ne, Erben, Vorfahren hinter dir, die ja dich wirklich schützen und antreiben, pushen, ja, aufbauen. Trage Chrysopras für Vergebung
und loslassen. Ja, vielleicht gilt es hier auch wirklich in irgendeiner Hinsicht neu zu starten, in irgendeiner Beziehung. Ja, Vergebung auch zu üben, ne? Für sich selbst das Zepter auch wieder in die Hand zu nehmen. Ja, den ersten Schritt zu wagen auf jemanden zu oder in einer Sache, in eine neue Richtung. Das kann auch sein, ja. Ja, ich wünsche dir sehr viel Segen dafür. Alles Liebe und bis ganz bald. Deine Tara von Tarot Rainbow.